Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch einen neuen Glitch zeigen, wie sich alle Zombies vor euch versammeln und ihr easy auf Headshots gehen könnt. Das könnt ihr auch in Runde 1 machen, sofern ihr am Ende einen Zombie überlässt, Leute, könnt ihr das in jeder Runde machen. Was ihr dafür tun müsst, ihr müsst hier die Tür aufkaufen und dann müsst ihr hier oben an dieses Gelände. Ihr springt einmal an dieses Geländer drauf, Leute, und duckt euch da drauf. Ganz wichtig, das Hindernis oben muss geschlossen bleiben, duckt euch. Und dann, wenn der Zombie gleich da ist, wird er anfangen, mich mit Fleisch zu bewerfen. Was ihr nun machen müsst, Leute, ihr aimt auf diesen Felsen so wie ich, sobald er anfängt zu schmeißen. So, da warte ich mal eben, bis er anfängt. So, wie ihr seht, wirft er jetzt auf mich. Ihr aimt auf diesen Felsen, auf diesen roten Fleck und wartet, bis er aufhört. Macht so wie ich, genau. Geht noch ein Stück runter, aimt hier drunter. Und dann hört der auf und wird auf euch zurennen. Was ihr dann nun machen müsst, Leute, ihr geht ein Stück nach vorn und lauft hier hoch auf das Geländer. Passt auf, dass ihr nicht zu weit hochläuft, sonst wirft er euch wieder ab. Und wenn ihr das richtig gemacht habt, sammeln die Zombies sich hier unten. Und ihr könnt easy auf Headshots gehen oder ihr könnt die Zombies auch knifen. So, Leute, ich würde euch aber empfehlen, nehmt Feuerring mit und noch eine Wunderwaffe, weil die Megatrons, die werden euch abschießen, beziehungsweise die können euch schaden. Aber mit dem Feuerring und der Wunderwaffe sollte es dennoch kein Problem sein, ihn frühzeitig zu erledigen. Und für all die, die noch nicht die Visitenkarte haben für Runde 101, das könnt ihr dann hier auch easy machen mit dem richtigen Equipment. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und für alle weiteren Fragen, Leute, könnt ihr gerne meinen Discord joinen, denn dort bin ich am aktivsten. So, dann würde ich mal sagen, ciao und bis zum nächsten Video.